Und da sind wir im Turm Paradigmenbrecher. Sehr, sehr interessant. Der dritte Near Raid. Und da kommen Flashbacks hoch. Das glaubt ihr gar nicht. Herrlich. Ich freue mich sehr und ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe mir ganz viel Verstärkung dazu geholt. Und zwar haben wir hier den Crossi, die Sayu, die Aya, die Kiki, die mit mir dabei sind. Ein wunderschön. Hallo. Hat er gerade die Crossi gesagt? Ja. Ja, Ausgezeichnet. Nicht, nicht das. Immerhin bleibt er dem Motto heute treu, dass einfach alle fies zu Crossi sind. Ich meine, nicht nur Nina. Ich wollte gerade sagen, nur heute. Ich bin meist fieser zu Maxi als zu Crossi. Ich bin mal sehr gespannt, was mich hier jetzt erwarten wird. Sayum kam ja auf die Idee, unbedingt dabei zu sein. Wenn ich das zum ersten Mal sehe. Ja. Okay. Sollen Sie mich schreien hören? Ich warte nur auf eine Stelle. Oh ja! Kein Problem, Manu, kein Problem. Ich spoiler dich, es kommen Gegner. Ah ja, ach, schon fuck, gemacht. Ich dachte, wir können hier einfach durchlaufen. Hat Aya denn einige schon Namen werden dir Nein. vielleicht bekannt vorkommen. Unter Umständen. Möglicherweise. Oh, Operator! Was tue ich hier? Ich habe dir bisher nur getankt. Ihn als Ninja tanken? Funktioniert das nicht? Ach, ja, mach mal deine Tanks raus. Gesundheit. Kommt der hierher? Da geht's ja einfach schon ohne Vorwarnung los. Lauf einfach mal mit den Gruppen. Sieht so ein bisschen aus, als ob. Aha, aha, ja. Gut. So, lebt damit. Das sind auch alle Animationen an. Das könnte schwer werden, was zu erkennen. Oh, geil, Tankbuster. Das ist richtig. Ich finde Yadier sehr. Oh, geil! Ich habe gerade eben meinen Mate getötet. Sehr gut. Ich hab ja Delay. Wie hart hat Manu jemanden? Ja, ja. Oh cool, jetzt haben wir hier rechts auch noch einen Freund. Links, das ist links. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind wieder bei EC, links, rechts und rechts ist links. Das gefällt mir. Aua! Haha. Und ich habe gerade eben noch so... Ja, das wird er sicherlich gleich hier auch machen. Ach, ich stehe in der Mitte, alles ist gut. Ist ja eh nur ein rechter Hieb. Ja, nee. Man muss schon auf die Animation von beiden gucken. Was? Nee. Mythos. Er ist Tank, er muss nur tanken, er muss nicht denken. Ich laufe hier durch den Kugeln. Mir egal, was die Fische im Wald da macht. Ihr Tiere im Wald macht. Warte mal. Was ihr Tiere im Wald macht, ist uns Fischen egal, sorry. Sicher, dass ich den Alkohol gerade ausgepackt habe und nicht du. Das sehen wir noch. Oder wir sehen das nicht. Okay, ich geh mal lieber hier hin. Scheint es irgendwie sicherer zu sein, hier hinzugehen. Frage ist nur, für wie lange. Okay, wir haben hier irgendwie so einen komischen... Okay. Was verpasse ich hier? Ah, okay. Das macht man, um den Knockback zu avoiden. Ich hoffe, du hast deine Musik auch auf laut. Naja, na sicher. Okay. Ach, ja. Nein! Und ich sag auch noch, es ist für den Knockback. Ganz doll. Heb den mal auf. Okay, dann brauch ich nicht. Du hast mich dabei, ich mach das. Ist wunderschön gefallen, Manu. Ich versuch's das nächste Mal weiter und vielleicht auch bis zum Strand. Aber wir sind doch nicht bei Schieber. Ich bin hier Schieber. Ich find's halt schön, wie wir es auch eiskalt einfach durchgezogen haben. Ja. Ich hab schon gerade das erste Statement vom Rift Draw, das ist super gut. Hat ganze 2 Tage gehalten. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Mitte safe ist, weil die gelinkt waren. Da stehen so Zeichen dran.
Eins und zwei. Und drei. Oh. Ich war hier noch nicht drin und ich finde das gerade so intuitiv, ne? Ist es auch. Ist es auch. Mist, das war zu früh. Manu ist wieder ein Fisch im Wald. Ja, richtig. Ich hab noch nicht genügend Alkohol drin. Also gar kein? Ja. Oh. Richtig traurig. Warte. Soll ich dir mal drüber schicken? Bye, Granny. Ich heb mal Granny auf. Okay. Okay. Also man muss so richtig weit weg von dem Ding. Ja. Ich dachte, das wäre so eine normale. Nee. Oh, ich sah gerade Arya in der Leylinie stehen und hab gedacht, ist Arya auf dem Black Mage? Und im nächsten Moment ich nur so, was hast du gerade? Der Alkohol hat wohl doch zu schnell gewirkt. Oh. Nicht eigentlich to be rescue? Keine Ahnung, aber ich stehe zumindest in allem wirklich gerippelt und. Die tankt das. Oh boy! Irgendwie so nicht. Oh boy. Hat das einen Grund, warum die da nach hinten gehen? Ja, den siehst du gleich. Ja. Ah! Warum bin ich jetzt durch die durchgeflogen? Ich hol Crossy. Ich hol Manu. Good. Ich dachte, du bist durch die durchgeflogen, weil zwischen denen eine kleine Lücke war und du genau in der Lücke vom Knockback erwischt wurdest. Ach scheiße. Aber warum hätte ich jemand durch dein Fehlen umgebracht, ne? Das ist okay. Ich glaube, das war ich, oder? Ja, du hast Tank, was da. Trotzdem war so eine kleine Frage dazu. Wenn. Sind alle nach vorne gelaufen, also zum Hintersten. Was ist der Grund dahinter? Der zweite fängt an, dann einen Mittelhieb oder einen einzelnen, also den entweder diesen zweigeteilten oder den Mittelhieb zu machen. Okay. Währenddessen der zweite den Knockback, also diesen doch den Knockback macht. Ah. Könnte aufhören, diese Kugel mich zu verfolgen, wäre super. Ich möchte halt, dass du dich bewegst. Ich hab's im Run davor versucht, wirklich so viele Kugeln abzukriegen, wie ich konnte, ne? Ich stand direkt vor einer, sie wollte mich nicht angreifen. Komm, wir rennen sie hinterher. Jetzt hast du besser mit dem Arsch gewackelt. Du hast die. Guck jetzt 1, 2, 3, ja? Ja. 1, 2, 3, okay. Guckst du, was der erste macht? Kurz bevor der fertig ist, guckst du, was der zweite macht. Guckst du, was der zweite macht. So, und der macht hier jetzt Mitte. Und dann guckst du, okay, was dann der dritte macht. Der dritte macht Mitte. Okay, alles klar, check. Ist ja gar nicht so schwer. Ist auch nicht. Ihr behauptet, dass es schwer wäre. Da muss man ja Augen offen haben. Opa, mach doch mal die Augen auf. Das will doch keiner, das will doch auch keiner. Ah, okay, André. Kann man da runterfallen? Nein. Oh, geil! Das sieht aus wie hier, Dreieck, Schieße, Piu-Piu-Dings. Ich finde, das sieht aus, als hätte sich jemand keine Mühe gegeben, Texturen auf die Sachen zu setzen. Das ist tatsächlich. Eigentlich so ziemlich die Grafik, die auch in Nier Automata herrscht. Ja, aber es sieht halt trotzdem so aus. Das ist, wenn du irgendwas hackst. Also im Grunde sollten wir uns hier innerhalb eines Computers befinden. Tun wir zwar. Ja. Gewissermaßen auch. Hatte doch gesagt, als wir das erste Portal gegangen sind. Genau, das sind ja immer nur Knotenpunkte. Hänsel und Gretel! Sicherheitsmaßnahmen. Schade, ich habe leider Replicant noch nicht gespielt, aber ich freue mich unglaublich auf Freitag. Ja. Bitte auseinanderziehen. Warum tanke ich den? Ganz weit auseinander. Keine Ahnung. Weil ich nicht genug Schaden mache. Dann anscheinend doch. Ah, okay. Sollte man jetzt nicht von der Seite angreifen. Also zumindest den einen nur von hinten, den anderen nur von der Seite. Ja, ich bin bei Gretel. Hallo, ich bin immer bei den Mädels. bei der war Peter vorhin auch. Merke, kein Assassinate in ein Schild. Das tut einem dreimal weh. Oh, das tut weh, ja. Das ist genauso wie Milikum ins Gesicht. Auch das tut weh. So, ich geh jetzt mal einfach von denen drei Hits auf einmal. Kriegst du deine Skills? Aha. War, du hast realisiert. What's up? Noch sind wir nicht so weit.
wir vorhin hatten, ist nicht zu toppen. Nicht jetzt mit Ina, sondern die davor. So, Magiestoß? Das klingt ja freundlich. Ach. Mach ich, wenn das Deck mag. Du bist das Deck mag, ja. Oh, die Mechanik mag ich. Oh. Habt ihr nur so eine Mädel-Kombo? Oh. Kannst du gleich auch noch benutzen. Nee, kann ich nicht mehr. Oh, das ist ja auch sweet. Oh. Nee. Genau die Sekunde vor ausgelaufen. Come on. Das ist ja auch sweet. Wer möchte das Spiel die kleine Steffi mobben? Ja. Nein, Schatz, wir können nicht aufhören, so viel Leben zu haben. Doch, kann man. Ich höre ihn jetzt einfach nicht mehr. Whip! Kommst du knicken? Dann komm ich doch mit der Heilung entgegen. Das war übrigens der Tankbuster, Mann. Ah, okay. Die haben das, was er jetzt castet, Feldgeschrei ist der AOE und das andere ist der Tankbuster. Die casten den beide, aber halt im Wechsel. Der eine den AOE, der andere den Tankbuster und dann andersrum. Könnt ihr bitte nicht Manu sterben lassen? Will das nicht ticken? Er lebt doch. Doch? Ich laufe einfach mal nach hier hinten. In der Hoffnung, dass es was bringt. Du wirst es gleich sehen. Das ist irgendwie. Ha! Lol. So, jetzt das Gerätl aber da drüben. Ach toll, dann drehen halt. Dann trag ihn halt eben wieder dorthin. Jetzt will er sich nicht mehr bewegen, oder was? Du haust gerade auf Hänsel rum. Scheiße. Okay. Hab nichts gesagt. Manchmal ist es einfach schön, der Beobachter zu sein. Was ist da hinten? Nein! Ich weiß, Manu. Ich wollte gerade sagen, was ihr da hinten macht, ist mir Wurst, aber ich glaube, ich stehe hier safe. Seit wann ist die leuchtende Seite richtig in Feinde? Die hat geleuchtet? Ja. Bitte. Ja, der andere Tank ist tot. Wir haben doch noch einen. Ja, aber glaubst du, der arbeitet? Ja, jetzt muss er mal. Ja, das war das Problem. Der hofft gerade nur auf Beim verschuppelnden Schlag, ne? Das ist so ein Ding, das kennt man irgendwie. Ja. Warum? Du bist genockt und kriegst Schaden, wenn du gegen das Schild haust. Wenn du das jetzt 6-mal in Folge machst, kann das Spiel da nichts für. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber hier sind doch nur zwei Maschinen. Ich dachte, das war lauter Fischen, Manu. Nee, die leben ja im Wasser. Bleib doch einfach. Ich finde es schön, dass du es genauso wenig erkannt hast, wie ich gerade. Es stand gerade einer in mir drin, der hat die Fläche. Trotzdem, so Stack war, bleib doch bitte in der Bubble. Oh, da leuchtet auch was. Auch bestimmt eine Karte. Ach. Die leuchtet gar nichts. Och nee. Okay, meine hat Lanze. Ich hab einfach gerade 4 Leute gesehen, ob die auf das Schild geklopft haben. Ich bin überrascht, dass der Dancer aus einem. Was? Wer macht denn so einen Blödsinn? So 8-mal hintereinander, ne? Ne, Manu? Es war 4-mal. Soll ich's klippen? I-A-U, au. I-A. Nein. So, da ist die Clip-Funktion. Fossi, why? Ich würde ja gerne sagen, ich retze, aber das geht leider mit der Klasse nicht. Wie, kannst du nicht den Summoner-Tank rauspacken? Autsch. Das war Paladin eigentlich nicht so einen schönen Battle-Rest wie die DKs in WoW? Nein, Manu, böses Manu. Paladine konnten tatsächlich mal resten, aber nicht im Kampf. So eine Eureka. Nee. Die konnten sich den. Es war bis 50, genau. Auf Stufe 50 konnten sich vom Weißmagier bzw. vom. Druide. Ich würde sagen, ich habe so eine ganz blöde Idee, aber ich glaube, damit gehe ich drauf.
Was, deine D reinhauen? Ich hatte kurz überlegt, ob ich deine D reinhaue, ja. Aber da war noch nicht voll. Das würde so Schuldensdienst nichts gehen, ne? Zieh dir doch nicht raus! Nein! Da kommt der B und jetzt wird da ein Boss rausgezogen. Klassiker. Was anderes erwartet? Nee, halt nicht. Boah, ich hab's noch nie erlebt, dass du im Grunde gestorben bist. Boah, das Schatz, das also musst du das nächste Mal mit Ersa machen. Manu hat schon wieder zweimal geschafft, den Schild zu machen. Synchronsterben? Nee, den Boss aus dem. aus dem LB ziehen. Ja, gerade wenn. Den Boss nicht aus dem Melee LB ziehen. Aber ich kann den Melee aus dem LB ziehen, oder? Richtig. Ja. Genau das war mein Gedanke dabei. Gut, dass Ersa auf die LBs drückt. Deswegen sag ich ja Ersa. Heute musste Flo auf die LBs drücken. Wir hatten einen Monk, der sich geweigert hat, sie zu drücken. Oh. Hätte sie auch drücken können, aber sie hat weniger Schaden gemacht. Ich hätte sie auch drücken können. Oh, ich hoffe ja die ganze Schaden Zeit, dass hier diese Flug-Action aus dem Spiel noch auftaucht. So, wo dieser eine komische Typ mit seinen Gegner mit seinen Tentakelviechern da durch die Gegend prescht. Ich habe hohe Erwartungen an diesen Dungeon. Echt? Weiß ich nicht. Ja, die letzten zwei fand ich echt schon bombastisch gut. Wegen. Ach, man muss da drauf drücken, nicht nur reinstellen, ne? Man muss da drauf drücken. Aber wie umständlich. Manu. Ja, bitte. Warum muss ich so lange auf den Sephiroth-Button warten? Wieso geht er nur einmal in der Stunde? Sephiroth. Ja, rate mal. Wegen Leuten wie dir. Das sind doch die Besten. Bist du nicht mehr an, oder? Ich muss doch irgendwie meine 28.000 Punkte wegkriegen. Frag mal Tommy. Oh fuck. Ja, das war natürlich gewollt. Hat keiner gesehen. Nee. Oh. Der volle Möhrer den falschen Anvisieren. It happens. I'm alive. Hast du schon. Könnt ihr mal bitte aufhören zu rotieren? Nee. Ah, du dachtest sich auch einfach so, boah, das sind gelbe Flächen. Oh, lecker. Nee, das war gar nicht der Gedanke, nur ich hab nicht erwartet, dass da auf einmal mehrere davon kommen. Und dann war ich zu spät für die zweite. Dann war ich überrascht. Genau. Ah ja, nicht im T-Screen. Nein. Eigentlich nicht. Nö. Oder doch? Nee. Okay. Nur ich, Was hast du gesagt? Ah ja, ich höre dich nicht. Wir hören dich live von der Stereo. Durch die Haare. Echt? Was? Keiner hat die Anspielung verstanden. Enttäuscht. Mich hört man auch die ganze Zeit durch Aya, von daher. Ja, von daher. Wow. Ja. Kann es sein, dass die NPCs hier einfach nur so rumstehen und gar nichts tun? Nö, die kämpfen mit. Normalerweise. Wir reden von den NPCs, nicht von unseren Mitspielern. Das ist aber die tun halt so, als wären es Dragoons. Nur leider können sie nicht umfallen. Aber oh, stehen bleiben können wir in E12 einfach so ein Cage auf der Map bauen, dass er da nicht mehr runterspringen kann, wenn er einen Tankbuster abkriegt? Meh. Ich glaube, ich hab's gerade gesehen. Mhm. Psycho Girl kommt noch. Mhm. Oh, geil. Das Grinsen ist so dreckig. Ja, ich wollte gerade sagen, erinnerst du dich so ein bisschen an den letzten Boss aus. Oh Gott, war das Ridorana oder war das Orobon? Ich weiß es gerade gar nicht. Diese hässliche Fratze als letzter Boss? Ja. Ja, oh, ist noch schlimmer. Das ist doch das aber dafür nur kurz. Dafür nur kurz, aber hässlich. Oh, jetzt kommt mein Lieblingsfight in dem Kampf. In dem Inhalt. Okay. Ich mag den Fight. By the way, man kann sich hier nicht teleportieren. Ich find's hier niedlich. Gut, dass du das festgestellt hast. Bitte, wie geht denn niedlich? Ich gehe raus. Ich bleib nicht da bei den anderen Idioten. Was? Ich bin da gerade reingesprungen. Nee, das tue ich mir nicht freiwillig an. Aber Medium. Nee, nicht freiwillig. Manu? Ja, bitte? Was
du eigentlich auf dem Main-Account auch alle Animationen an? Ja. Weiß ich, warum du manche Mechanik nicht mitkriegst. Das ist eine Übungssache. Interessiert ein bisschen, was die dunklen Flächen sind. Das gleiche wie die hellen Gruppen, schade. Ich meine, Final Fantasy ist ein Effektfeuerwerk. Darf man echt? Da muss man. Also ich kann nicht mit den Effekten spielen. Das übermannt mich. Echt? Ja. Also ich verstehe, warum Menschen epileptische Anfälle durch Final Fantasy bekommen. Aber ich nicht. Deswegen gebe ich mir einfach die volle Dröhnung. Ich hatte mein Vorbild, der bei mir zum Besuch war, obwohl ich nebenbei gedattelt habe, Alter, der ist vor gefühlt. Der hat gesagt, Alter, das könnte er sich auf Dauer nicht antun. Es waren so viele Effekte auf einmal, dass du überhaupt nicht drauf gekommen. Weil meine voll an, die von Mates Heils an und die von Bossen aus. Ja, aber gerade die von Bossen finde ich halt eben. Wenn ich die ein, zwei Mal sehen will für das, die Atmosphäre des Fights, aber wenn ich zum Beispiel in die Elf rumrenne und jedes Mal alles blinkt, leuchtet und hin und her, dann würde ich bekloppt werden. Krass, Granny. Hey, ich stehe aber steh doch drin. Dahinter. Wir sind beide dahinter. Ach, ja, schon. Manu denkt sich so, living on the edge. Hey, ja. Manu stand doch mehr zufällig als alles andere. Das muss ein Nö, Manu hat sich da bewusst hinterbewegt, aber so genau. Edge der Web halt. Ihr wollt Heilung haben? Okay. Guck mal, ich stelle mich sogar schon in die Bubble. Wir müssen Manu, halt reichen, ne? Es gibt jetzt eigentlich nur eine richtige Aktion, Manu. Dance ausmachen und Sayu schirken. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Das sieht aber auch nur komplizierter aus, als es ja. ist. Einfach stehen bleiben und gegenheilen. Ich glaube, das ist die beste Wahl. Nein. Ach, fuck, nee, man Wieso muss nicht? Schon den schauen, dass man. In Ecke und laufen mit. Ach, mitläuft, ja, genau. Für jeden Hit kriegst du einen Wollenstack. Ja, ja aber was funktioniert? Guck, ich lebe noch. Wenn ich das Maximale, was man sammeln kann, sind 8. Danke, Manu. Ja. Danke, als dass du es gedrückt hast. Was? Also ich hab Peter schon durch 6 durchgeheilt. Ja, du. Easy. Ich tanke nicht zum ersten Mal. Nein, ich hab ihn schon länger nicht mehr getankt. Ich hab den Tank was aber mit 3 Stacks gefressen, Mann. Oh, ist es soweit? Are you ready? It is soweit. Oh, sie ist voll hübsch. Und jetzt kommt das fieseste Grinsen ever. Naja, fast. Warte mal ab. Yay! Geil! Piu 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 piu! Ach ernsthaft, ich muss sie anvisieren? Ja, du musst auch die vorne. Richtige Farbe haben. Oh geil! Was ist das witzig? Moment, was ist das? Ach komm, da muss noch mehr kommen. Ah, okay, got it. Ah, man muss die Farbe auch noch wechseln, damit man... Ja. War das jetzt schon alles? Kommt das nicht nochmal? Leider nee, das kommt nicht nochmal. Oh. Wird noch besser. Okay. Na komm, zeig mir das breiteste Grinsen auf der Welt. Ist so eine Kette, die man brechen kann? Nein. Mhm. Nein. Eine Zwangsmarschkette. Ah, okay. Eine Zwangsmarschkette? Mhm. Damit wir sterben und ploppen. Einmal durch die Mitte. Aha. Okay. Sorry. Also gut, dass du gesagt hast, dass es eine Zwangsmarschkette ist. Sonst hätte ich es echt nicht gerafft. Habt ihr doch gecastet oder sowas, oder? Gekastet? Hat sie nicht Zwangsmarsch oder war das dieser Buff, der dann aufgetaucht ist? Du hast den Buff. Mhm.
Man kann sagen, ich habe diesen Begriff gesehen, deswegen so, hä? Das konnte man doch. Oh nee, ich bleib nicht bei euch. Definitiv nicht. Oh. Ich will da rüber, hier sind weniger Leute. Genau deshalb. Oh Gott. Das schaffe ich nicht. Nein. Keine Chance. Das wird auch nicht. Da muss ich hin. Oh, na großartig. Ja, nö. Ich nehme den Stack, passt schon. Oh lol. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Nicht so einfach. Das ist mir zu viel gleichzeitig gerade in dem. Okay, dann hole ich Manu. Ich lieg schon wieder mitten in der Gruppe. Ich lieg auch da, wo die Gruppe in dem Kreisel hier, aber hat wohl nicht gereicht. Hinterher zu dackeln. Ich weiß, warum ich da als Tank einfach hole ziehe. Flo? Mach mal eine Will. Okay. Bist auch eine Heilung. Was? Ich bin gerade gestorben. Was anderes lohnt sich für uns sowieso nicht mehr. Oh doch, ich kann noch eine Trick Attack draufhauen. Ja, bis 2%. Wow. Aber das Ding ist gerade aber auch geschmolzen. Gut. Das dauert sonst irgendwie länger. Mhm. Ja, normalerweise. Ist es schon put? Ja! 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 Bäm! Obwohl, ich muss gegen Benny würfeln. Das habe ich eben. Wollte gerade sagen. Ist das gleiche? Nur das eine geht nach links, das andere nach rechts? Ja, drauf. Ja. Oh, voll nice. Ja, ich glaube, das Outfit der Zwillinge sehr gut. Ich brauche das auf beiden. Was glaubst du, warum ich die haben will? GZ Kiki. Ich hatte die vorher noch nicht gesehen. 56. Ja, 27. Manu. Ha? Erinnerst du dich an den Fahrstuhl in dem Turm? Ja. Gut. Kommt der. Das meine ich mit den Tentakeln und diesen ganzen. Also nicht Tentakel, sondern diese komischen. Ah, was waren das? Robos? Ja, Robos und Borgen und so weiter. Bohrköpfe, die durch die Gegend fliegen. Ja, geil. Genau das habe ich gemeint mit hoffentlich. Aber sowas von. Ja, weißt perfekt. Eine Doppelausführung. Nein! Doch! Geil! Soll ich dir was sagen, Aya? Sie ist genau gleich mit der aufgewerteten Exarchen. Exarchen? Crafted. Achso. Ja, da ist er! Jeeha! Ja, ich konnte mich zwar nicht mehr daran erinnern, dass er so einen bekloppten Namen hatte, aber... Ja doch, ich glaube schon. Aber ich hab's bei mir total gefeiert, dass man da ständig zwischen A2 und 9S gewechselt ist. Ja. Das fand ich so gut. Tatsächlich vermisse ich A2 übel. Ja. Schaffe ich nicht. Natürlich nicht. Und wenn wir alle wissen, irgendwie alle das Gleiche machen? Ja, machen sie. Also ich meine, irgendwie sind es immer von allen Seiten andere und dann machen sie abwechselnd irgendwie das Gleiche. Auf rumzuheulen, genieße die Show. Welche? Wirklich, ist keine besser, Gwenny. Ich wollte gerade sagen, keine Sorge, der letzte Boss hat noch ein paar andere Mechaniken. Ja, aber auch ganz im Ernst, das ist ein Dungeon, der soll für alle halt eben spielbar sein. Da kannst du nicht verlangen, dass sie hier anfangen, neue Choreografien mit 24 Leuten einzustudieren. Ach, haben sie in den anderen Teilen doch auch geschafft. Also. Ich wollte gerade sagen, auch doch. Da kommt noch. Hast du Drakengard gespielt? Nee.
kann durch die Kugeln durchtänzeln, sie greifen mich trotzdem nicht an. Ja. Ich glaube, das kriegst du hin. Die sehen ja auch einladend aus. Also das hätte ich jetzt echt zu gerne gehabt, dass jetzt so ein, dass die Gruppen irgendwie aufgeteilt worden wären oder so in drei Fahrstühle. Und der eine muss die ganze Zeit diese Flugzeugkämpfe machen und die anderen müssen in der Zeit versuchen, diese Roboter hier zu verprügeln. Ich glaube, das wäre bombastisch geil geworden. Das wäre cool, ja. Eine Farbstoff einstecken? Natürlich habe ich noch Farbe einstecken. Ja. Sind ja schon ganz oben angekommen. Okay. Ich mag dich. Guck mal, Nina, sieht man da zu viel? Nein. Nur ein bisschen, oder? Ich merke, dafür braucht man definitiv eine andere Hose. Ja! Sieht man da zu viel? Warum brüllen die denn? Sie dumm sind. Ich wollte gerade sagen, die hätten die Leute ruhig die Cutscenes zu Ende gucken. Er hat zwar den gestern im Chat geschrieben, warte für die Leute, aber nein. Das ist wieder zu viel verlangt. Das fand ich halt so gut. Ja, und hierbei weiß ich nicht, wie man sieht, in welche Richtung das geht. Also mit dem Biakko-Leuchten unten an dem Grab hier sieht es ein bisschen aus, als hätte ich eine Gabel in der Hand. Eindeutig allergisch. Oder allergisch. Suchst dir aus. Ich denke, das ist beides. Allergisch gegen Allager. Oh, genau. das ist mal ein richtig guter Name. 47726. Wer sollte ich denn das merken? Hallo? Kannst doch einfach ihre Abgöttlichkeit sagen. Wie ich schon angeschossen werde, noch bevor ich überhaupt. Ja, die haben leider nicht gewartet. Wie die einfach schon mal 73% ist. YouTuber-Model? Naja, die erste Phase ist bei 72% Schatz. Naja, aber trotzdem... Oh geil, tanzen! Oh fuck. Manu, seit wann bist du eigentlich VTuber geworden? Was? Bin ich gar nicht. Was ist denn das sonst? Das ist ein Männchen und guck mal, das kann bewegen, die Hände. Ganz schön viele Zuschauer zurzeit. Naja. Und alle sehen, wie ich hier faile. Nein, eigentlich wollte ich dir nur sagen, dass du mich einladen solltest. Oh. Ich warte nur darauf, dass der Sephiroth-Button frei wird. Hätte ich dir sagen, 5 Minuten noch. Ja, ich hab's offen. Ah. Kann ich mir ja doch mal heilen. Ja, bitte. Grüß auf Tankbuster. Du hast nur Angst, dass du deine Akro kriegst. Ja. Absolut. Noch hat. Au. Okay, ich hatte gerade Angst, dass der von hinten auch noch nach vorne kommt. Bleib hier einfach stehen, I don't care. Dann zieh aber bitte Heiligen. Nee, nur mal später. Nee, den braucht er nicht. Richtig. So. Die kann man immerhin nicht skippen. Ich stelle an der auch echt die Musik laut drehe. Manu, kleiner Tipp. Alles Gute kommt von unten. Von unten? Ja, von unten. Okay. Oder vom Horizont. Ja, das sieht man ja normalerweise. Thank you.
genau in die falsche Ecke gesprungen. Was? Alles gut. Ist da gerade ein Haus? Ist da gerade ein Haus? Ja. Ja. Komm rein, da kommt noch eins. Die wirft mit Häusern um sich? Ja. Ah, jetzt sehe ich. Und als ich das erste Mal hier drin war, beim ersten Haus, ich habe das Haus doch gesehen. Wo ist das Haus jetzt? Ich habe das doch gerade gesehen. Jetzt kommen auch Züge. Ja, I like trains. Kann ich bestätigen, hat er. Ich hab's sehr gefallen, dass ich das Lied dazu drunter bekomme. Glaube ich. Ernsthaft? Lol. Ich bleib einfach mal stehen. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich wollte mich gerade bewegen und guck hin. Das war wie vorhin bei Void Gate 2. Da musste keiner etwas. Standen einfach alle richtig. Ja, mehr hätte man auch nicht verlangen können. Der Schaden bei uns war heute irgendwie lächerlich. Ja, lächerlich gut. Ich das erste Mal, dass ich unter 40% bei Sundart gesehen habe, ja. Ich hatte schon mal 39. Ja, das hatten wir gerade. Das wird selten, aber kommt vor. Wieso spottet der ab? Gründe? Keine Ahnung. Jeweilige Gründe bitte hier einfügen. Wundergeile Mechanik. Ich finde die Mechanik großartig. Das die, aber dass man sie da halt nicht durch die Gegend ziehen kann. Kessler ist damit vorhin überhaupt nicht reingekommen. War heute das erste Mal drin? Ja. Gut, dass, oh, dass Maxi mir zustimmt. Maxi ist noch wach? Maxi ist bei Bardo im Chat und hat gerade meinen Satz zugestimmt. Ich finde das schön, wenn man einfach weitercasten kann. Wenn man nicht weiß, was passiert, mache einfach. Fuck. Das wird eh so in die Hose gehen. Nein. Doch nicht. Oh, Glück gehabt. Hui. Da habe ich mich eigentlich mit dem kleinen C drin stellen will, aber. Lass sie aus. Flo. Mhm. Aber Flo. Ist doch schon lange dabei. Mensch, bin stolz auf dich. Genauso wie mein Knockback auch auf Cooldown war. Echt, bin stolz auf dich. Warum sind da schon wieder Züge? Weil da jetzt Kugeln rauskommen. Und Bennys Lieblingsmädchen. Ach, Manu. Maxi wollte auch, dass Manu die Stance ausmacht und Sayu schirkt. Hab ich doch. Hey. Hat er auch gemacht, aber in der Zeit kam kein Tank. Ob es nicht gewohnt wäre zu denken. Doch, ist er. Alter, warum? Was zum Henker? Nix, das ist es, ja. The fuck? Da ist was hinter dir. Auf das musst du vielleicht mal achten. Du hast genau in dem Moment gerade, wo du den Hit bekommen hast, dein Auto-Tech gemacht und dich gedreht. So dein. Ja, das Ding durch die Gruppe zu ziehen ist eine Bombenidee. Ja, kriegst eine Heilung. Oh Gott. Gott. Ich kann nicht. Flo. Darf ich das beim nächsten Mal bitte wieder tanken? Ah, fuck! Gut, dass wir uns da einig machen. Flo, du willst nur aufhören zu denken. Oh mein Gott, der Redman hat seinen Rest gefunden. Ach nee, das war das andere. Aber ich hab auch gesagt. Vorrest.
Ja, aber wenn, weißt du, wenn du drei Klassen dabei hast, die retten kannst, abgesehen vom Heiler. Ja. Und davon sind zwei Red Mages. Ja. Dann sollte der Heiler gar nicht mehr retten. Ja, das war nur, weil Kiki geschrien hatte, kann nicht. Das ist dann einfach ein Reflex. Sobald die Ansage kommt, retze ich. Ich hab die gut konditioniert, ne? Es funktioniert. Ja? So komme ich nicht in die Verlegenheit, zu früh zu retzen, also Doppelretz zu produzieren. Eckwasser. Ne? Wie was? Das kann bei Sayu, glaube ich, eh nicht passieren, weil ihre beiden Teile einfach gewöhnt sind. Wenn ich retze, werde ich angeschrien. Das ist korrekt. Ich glaube, Maxi wird auch generell angeschrien, wenn er irgendwas anderes macht, außer Damage. Naja, ich habe heute auch Hello Can You Go mit Sayu gespielt. Nicht sagen. Ich habe vorhin auch Hello Can You Go mit Sayu gespielt, da wurde sie auch laut. Oh mein Gott, ich krieg endlich eine Karte. Kann ich mal was Höheres als eine 30 würfeln? Ich habe eine 97 auf die Karte. Ach, ich meine, 98 wurde vorhin auch überprüft, Sayu. Oh. Das ist immer noch langweilig, wie da einfach keine Texturen drauf sind. Ich habe eine 84 auf das Pad, aber ich fürchte, das wird nichts werden. Hey, schauen wir mal. Oh Gott, die Zielrüstung ist hier mal endhässlich. Ernsthaft? Es ist heute tatsächlich mal passiert. In Amerika wurde ein weißer Bulle verurteilt. Ne. Der Mörder von George Floyd wurde gerade verurteilt. Krieg ich das Pad? Was hast du? 84. 85. Doch, Mano! Ich werde trotzdem überwürfelt werden. Ja, der Roboterteil ist voll. Ich glaube, ich bekomme zumindest eine Karte. Das glaube ich auch, ich habe eine 95. Ich habe auf die letzte eine 97. Ich habe eine 96. Ziemlich auf welche? Tja, wie du mir, soll ich dir? Die letzte. Oh, ich habe das Pad nicht gekriegt. Oh. Ich habe auf die erste eine 95. Auf die zweite eine 95. Bin gespannt. Das ist die Rollen noch gar nicht gewürfelt, Manu. Das hat nicht für die Notenrolle gereicht. Bling. Und? Bekommt das? Das sind nur drei Karten. Oh, ich finde das mal so herrlich. So, erstmal abwarten, wer noch alles rausgeht. Was? Da hat mich echt noch jemand eine 95. Asayo, oder? Ich habe eine gekriegt, ja. Wofür hab ich die jetzt? Nee, die erste. Da, wo sie mich überwürfelt hatte. Ja, die habe ich gekriegt. Anina der erste hat mich überwürfelt, also 95. Gar keine, oh, da hat echt einer eine 98 gewürfelt. Frech. Na gut. Wer es verdient fürs kreative Sterben? Weißt du, ich rass hier 500 Leute und der Ninja kriegt das wert. Ich hab auch keins gekriegt. Ich sag mal Dankeschön und ich guck mal, was die Katzin jetzt noch so liefert. Oh ja. Oh ja. Viel Spaß.